Ja, hallo und einen wunderschönen guten Abend. Sam Spicy ist mal wieder am Start. Heute mit einer, ja, etwas größeren Challenge, würde ich mal behaupten, zwischen den ganzen Let's Plays, die ich ja momentan mache. So muss auch ein bisschen was gegessen werden und natürlich auch ein bisschen was getrunken. So. Und ja, wir haben am Start heute zwei von den Captain Morgans, die ja eigentlich letztes Mal gar nicht mal so schlecht waren. Habe ich mir nochmal zwei gegönnt. Waren auch im Angebot diesmal. Für 1,99 vier Stück, so wahrscheinlich läuft's ab oder so, müssen wir jetzt gleich nochmal drauf gucken. Dazu hatten wir aber noch nie im Angebot. Einmal dieses Salitos, kennt der eine oder andere auch, gibt ja auch Desperados Verschnitt davon, beziehungsweise Desperados ist ein bisschen was teurer, das hier geht eigentlich, ist ein bisschen was günstiger mit 5.9 Alcoholic Experiencer und ja, ich bin da jetzt auch nicht unbedingt der allergrößte Fan von im Prinzip, aber ich brauchte irgendwie was Zitroniges. Und die letzte Dose aus dem Laden, leider haben die, ja, die ganzen Paletten davon weggesoffen, so. Jetzt waren noch zwei Mixery da, eigentlich unfassbar. Aber noch einmal Mixery Tequila am Start. Und gerade eben bestellt, weil die Telepizza-Jungs hatten auch was im Angebot, und zwar diese Hot Chicken Sticks, sage ich jetzt mal. Die sehen natürlich jetzt etwas erbärmlich aus, sind 8 Stück dabei, aber die haben eigentlich einen ganz guten Geschmack. Dazu gibt es ein bisschen was Senf-Dip dazu. Und ja, das ziehen wir uns dabei rein, so damit der Magen ein bisschen was zu tun hat, so damit wir nicht ganz abkacken. Ich kann euch die nochmal zeigen, hier etwas kleinere. Aber vom Geschmack her sind die eigentlich ganz gut. Also einfach paniertes Hähnchen, etwas schärfer. Wie gesagt, 8 Stück sind kleine Dinger, müsste eigentlich zügig reingehen. Dazu hier halt dieser kleine Senfdip. Dürfte kein Thema werden. Im Prinzip Thema dürfte eher die 1,6 Liter Alkohol werden, die dabei gibt, alles ungefähr mit 6%, also schon eine kleine Hausnummer. Und dazu gibt's wieder mal ein bisschen was Musik, aber wir starten auch direkt. Ich mach die Dinger jetzt auf, so ein bisschen Hunger habe ich, ein bisschen Durst habe ich, aber auch nicht ganz so viel, so aber man muss ja auch nicht immer komplett ausgehungert sein, um sowas zu machen. Und deswegen gucken wir mal, wie weit wir es schaffen. Ja, 12 Minuten habe ich ungefähr veranschlagt, wenn man bedenkt, 1,6 Liter ist ja auch nicht mal eben so zum Runterspülen gedacht, wird wohl wahrscheinlich 7-8 Minuten dauern und sagen wir mal hier ein paar Minuten noch für die Chicken Dinger hier, dann kriegen wir das, oder müsste zumindest ungefähr in 12 Minuten gemacht werden. So, lange Rede, kurzer Sinn, wir legen einfach mal los und ja, die Technodrom ist im Laufwerk drin und ja, wir machen es einfach mal an. To bump,
Wow, die Singer sind ja wirklich ein bisschen scharf. Ja, sie wollte auch einen probieren bei eben kurz. Allerdings, habe ich ja gesagt, sind 8, ne? Waren aber 9 drin, also stimmt alles noch.
To the club.
Ja, Freunde der gepflegten Unterhaltung, so das, ja, habe ich mir ein bisschen was einfacher vorgestellt gehabt, so muss ich ganz ehrlich sagen. Die Hähnchendinger waren auf jeden Fall Weltenklasse. Also, wenn sie jetzt nicht ganz, obwohl das eigentlich Blödsinn ist, was ich jetzt sage, so, nicht so saftig werden, sondern krosser, ne? Wären die jetzt krosser noch, wenn das richtig schön knusprig, dann wären sie noch geiler, so. Ja, die Panade ist, ja, man muss ja erstmal was zu meckern haben, sowieso immer, ne? Ist ja ganz klar. Aber die Panade war nicht knusprig, ne? Das Hähnchen, ja, war schön weich und zart auch. Aber ich mag, dass ja so ein bisschen, ja, knusprig ist, ne? Nichtsdestotrotz sollte es natürlich weich und saftig sein. Und was mich jetzt wirklich ein bisschen gewundert hat, es war, ja, sehr, sehr pikant. Das heißt, ja, es, das Maul brennt und die Senfsoße hier ist auch ziemlich geil. Die Senfsoße hier ist ziemlich geil, wenn die die selber machen, Hut ab. Also wirklich schöne Senfsoße, wirklich schöne Hähnchensticks da. Wahrscheinlich haben sie sogar, weil die ein paar Stück ein paar kleiner sind, normalerweise sind die ein bisschen was größer, da haben sie wahrscheinlich einen mehr reingetan, ne? Haben sie Erbarmen gezeigt, so. Kostet aber auch 4,95 €, also jetzt 9 Stück. Aber ich muss sagen, dass sie auch ein bisschen reingebämst haben. Nicht, dass ich jetzt sage, boah, jetzt bin ich aber satt oder so. Da haben die Getränke wahrscheinlich ihr Tribut gezollt. Aber trotzdem 14,14 €, habe ich leider verschissen. 12 Minuten hatten wir angeschlagen. Captain Morgens ging sehr, sehr gut rein. Muss dazu sagen, die waren aber auch die ganze Zeit draußen vom Fenster. Waren schön kalt. Mixery kennen wir ja inzwischen. Geht eigentlich auch easy runter. Aber das Salitos hat irgendwie diesen komischen Eisflavor gehabt. Kennt ihr das? Salitos Eisflavor oder so. Oder Zitrone ist das ja dann. Kam ich jetzt nicht hundertprozentig drauf klar. Außerdem, jetzt durch ein bisschen was die Schärfe und durch das schnelle Trinken, hatte ich irgendwie, ja, kurzfristig so eine Blockade, so, ne? Und wenn man nicht rülpsen kann, wenn man schnell säuft, dann, ja, verlierst du Zeit, verlierst du halt zu viel Zeit. Ein Chicken-Dings habe ich ja auch abgedrückt, aber ich habe ja gesagt, 8 Stück sind drin, jetzt waren 9 drin gewesen, aber, meine Frau mag ja sowieso nicht so gerne so scharf, so, aber ich kann ja mal probieren, hier mit der Senfsoße, auf jeden Fall sehr gut. Ein paar Panini-Brötchen habe ich ja auch noch irgendwo rumfliegen, die auch sehr gut sind, so mit selbstgemachter Aioli, aber nur nichts hier gefüllt ist, so, weißt du, ich gucke erstmal bei den Leuten so, ob da die Pizzabrötchen die Konsistenz sind und die Soßen, die sie haben, Kräuterbutter, ja gut, kennt jeder. Aioli ist aber schon wieder eine andere Sache und die waren auch wirklich sehr lecker, also man muss wirklich sagen, Telepizza in dem Fall jetzt wirklich, wirklich gut. Hat jetzt auch nicht die Welt gekostet. Ich habe jetzt für den Tenner bestellt, so, aber trotzdem stört es mich so, dass ich das nicht in 12 Minuten hinbekommen habe. Allerdings muss man natürlich auch dazu sagen, dass das jetzt ja fast 1,7, ne? 1,6, 1,7, hier 0,033, ja, fast 1,7 Liter. Und dann noch die Fresserei dabei. Ja. Kann man auch mal in 20 Minuten machen, kann man auch unter 12 Minuten schaffen. Ich habe es jetzt nicht geschafft ganz, aber naja, wo gehobelt wird, da fallen Späne. Und ich bin trotzdem eigentlich zufrieden. Mir hat es auf jeden Fall geschmeckt, obwohl es natürlich ein bisschen teuer ist, 4,95 € für ein paar Hähnchendinger. Aber man kann sich das ab und zu mal gönnen und die haben wirklich ein bisschen was Power, sind schön pikant. Ich weiß, ich habe mal mich umgehört, Telepizza gibt's nicht überall. Haben wir wahrscheinlich mehr hier in unserem Kreis hier, wo es ein paar Filialen gibt. Aber falls ihr mal hier in die Nähe kommt, also in die Kölner, Düsseldorfer Umgebung, beziehungsweise Duisburger Umgebung, dann gönnt euch einfach mal bei Telepizza, auch die Pizza, Weltenklasse eigentlich, mit das Beste, was man so an Fast Food bestellen kann. So, jetzt rauchen wir zwar eben kurz noch eine Kippe, halbe Stunde, machen wir voll.
Und dann werde ich euch wieder verlassen. Ja, nochmal kurz zu meinem neuen Upload, so hier hin und her. Sie will bis hin, wird natürlich ab und zu mal kommen, nur nicht jetzt jeden Tag, nicht, dass ihr denkt, oh, jetzt macht er jeden Tag hier ein fettes Video und so. Nee, das wird nur ab und zu mal kommen, wenn ich Lust habe. Im Prinzip wie die anderen Sache alle so. Aber ich probiere natürlich auch die ganzen anderen Sachen, die jetzt noch ausstehen, sage ich jetzt mal, wie Punch Club oder Colonial Marines, so, was ich angefangen habe. So, und dann kam ich einfach nicht weiter, habe mich abgefuckt darüber. Und jetzt sind wir weitergekommen bei Alien. Habe ich natürlich aufgenommen so und jetzt gerade eben rendert das noch im Hintergrund so. Es dauert aber wirklich ziemlich lange in letzter Zeit, keine Ahnung warum. Vielleicht ist die Platte auch ein bisschen hinüber. Auf jeden Fall habe ich das jetzt gemacht. Jetzt als nächstes wird es erstmal wieder dann einen neuen Teil von Aliens geben. Und natürlich machen wir The Evil Within weiter. Ist klar, aber es dauert natürlich auch ein bisschen was. Ist jetzt nicht von heute auf morgen erledigt, das so. Ich habe auch kaum, ich muss ganz ehrlich sagen, kaum Platz auf der Festplatte. Ich muss da gucken, so dass ich da irgendwie Freiraum schaffe, so, aber ihr kennt das Spielchen, ja. Irgendwann ist alles vollgestellt, so. Selbst hier die Abstellkammer, die ich habe, ist komplett voll mit irgendwelchem Scheiß. Müsste man eigentlich auch mal auf den Trödelmarkt gehen und alles verkaufen. Aber, ja. Das wird aber dann mit der Zeit alles passieren, also ich wollte nur wieder was Neues mal anfangen, nicht nur, dass ihr mich hier immer saufen seht oder bla bla bla, sondern dass wir auch mal wieder was zusammen spielen. Ich hoffe, ihr habt da ein bisschen was Bock drauf. Auf Evil Within finde ich sowieso ziemlich geil. Habe ich auf jeden Fall Bock drauf, aber wir probieren natürlich auch Alien erstmal so ein bisschen was weiterzumachen und gegebenenfalls dann halt auch Punch Club, dass wir das auch mal zu Ende bekommen. Aber da habe ich irgendwie kleinere Probleme, das irgendwie zu rendern, weil das, ja, ich weiß nicht, irgendwas stimmt da nicht. Ich habe keine Ahnung, ob das mit Steam zusammenhängt oder nicht. Ja. Ich muss aber auch sagen, so, dass diese Videos mit der Sauferei und so, muss ich ein bisschen was aufhören. Das kommt auch dann etwas seltener. Denn, ich kann mir das nicht immer geben, so. Tut mir leid, ich kann das einfach nicht immer jeden Tag machen oder so. Ich habe wirklich noch etliche Videos, die gegebenenfalls hochgeladen werden könnten. Aber in letzter Zeit habe ich mehr Fails wie Wins und ja, ist halt immer dann so eine Sache. Die Scheiße dann trotzdem hochzuladen, so, obwohl du verlierst, so, ist natürlich ein bisschen, ja, scheiße, aber naja. Wir gucken mal, was wir da noch übrig haben, so. Das geht auf jeden Fall wesentlich schneller hochzuladen wie die ganzen Videos. Das dauert auf jeden Fall, also die Videos, wo ich spiele, so, das dauert, ja, 2-3 Stunden dauert das schon, das alles zusammenzuschneiden und zu rendern und kleiner zu machen und dann hochzuladen und hin und her. Ja, das nervt alles ein bisschen was und ich bin wirklich nicht der Typ, der gerne irgendwie zusammen fummelt irgendwelche Videos, ne? Da ja viele immer gesagt haben, ja, ey, Videos schneiden, ey, das liebe ich, das finde ich richtig geil, da kriege ich einen Steifen bei. Nein, ich nicht, ich hasse es wirklich sehr, sehr stark, Mann. Also, Videos zusammenschneiden bin ich wirklich kein Fan von. Naja, gut, das nur mal kurz nebenbei, damit ihr ungefähr wisst, was hier abgeht. Wie gesagt, wir haben jetzt 22:30 abends, wollte eigentlich eben noch Fußball geguckt haben, habe ich leider verpasst, ich bin zu spät nach Hause gekommen, aber naja, Arschlecken. Ja, lass mich mal eben kurz ziehen. Danach kommt sowieso Outro. Haben wir 29 Minuten jetzt. So. Ja, dann würde ich trotzdem sagen, so, falls euch trotzdem gefallen haben sollte, obwohl wir wieder in die Toilette gegriffen haben, so, lasst mir einen Daumen da. Falls euch gefallen haben sollte oder abonniert mich, um keine Folge von Sam Spicy zu verpassen, schreibt was dazu. Wenn ihr Lust habt, so, würde mich auf jeden Fall freuen, was von euch zu hören. Ich bin erstmal wieder raus. Ich wünsche euch ein angenehmes Wochenende. Passt auf euch auf. Draußen hat es wieder richtig angefangen zu pissen. Und deswegen bin ich froh, dass ich zu Hause bin und mich einmummeln kann jetzt gleich so. Also, Peace, haut rein und haltet die Ohren steif. Bis zum nächsten Mal.